Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Es ist Zeit für den ersten Drachen im Spiel. Den hätten wir natürlich auch schon früher machen können, aber ein Level drüber kann nichts schaden. Und ich meine, das ist ein Level 12 Drache. Eisen sammle ich jetzt hier mal keins ein. Aber die königliche Elfenwurzel, die sacken wir auf jeden Fall ein. Oh, und gleich einen Samen dazu gefunden, sehr gut. Ja, Freunde, auf geht's. Also in das Gebiet haben wir ja schon ab und an mal reinschnuppern dürfen. Ich weiß nicht... nee, das sage ich mal nicht. Lassen wir es mal. Okay, hier sind erstmal die ganzen kleinen... Neukönigliche Elfenwurzel. Ja, damit. Die ganzen kleinen Nachkommen. Und da ist der Große. Da ist der Große. Ha! Hallöchen. So, ja, also, ne, unsichtbar und so. Und dann boxen wir erstmal die... Wir sind Stufe 13. Cassandra? Wo ist der Tank? Ja, das wird ein Spaß. Aua, also müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil Drachenmami von oben, schlechte Laune. Da müssen wir ein bisschen Auge drauf haben. Nein! Raus da! Haben wir gerade den Kreis am Boden gesehen. Ja, und wie gesagt, Mami, Ich bin zu schön zum Sterben. So ist das so. Ich bin echt gespannt. Ich habe so meine Zweifel. Ah, oh, Mann, ey, das geht aber auch. Also, und das ist bei anderen Drachen nicht so krass, dass wir hier schon derbst beschossen werden auf dem Weg dahin. Also deswegen finde ich den tatsächlich, empfinde ich diesen Drachen tatsächlich als einen der schwersten Drachen. Hab aber allerdings selber immer noch nicht. Ich spiele länger, hab länger kein Dragon Age mehr gespielt. Aber, hab selber noch nicht alle Drachen gemacht. Und da unten sind die schon wieder da, ey. Hast du auch keine Ruhe hier. 2, 3. Hier vielleicht noch irgendwo. Die da oben haben wir schon. Nö. What the? Ne, die müssen sich schon alle noch hier in diesem speziellen Gebiet befinden. Ach, direkt am Eingang, okay. So, jetzt haben wir hier natürlich schon, ist schon kacke. Wobei das vielleicht nicht so klug war, jetzt schon den Regeneration... Oh, Dorian hat keine Regenerationstränke dabei. Das ist ja fast ein Grund. Nochmal zum Lager zurückzureisen. Sorry. Sorry. Aber, nee, Requirierung nicht. Tränke ausrüsten. Auffüllen. Voll. Auffüllen. Regenerationstrank. Auffüllen. So. Ich wollte gerade speichern, aber ich habe vor der Folge erst gespeichert. Brauche ich jetzt nicht nochmal zu speichern. Jetzt sind natürlich die Kleinen wieder da, deswegen werden wir hier nicht ungeschorener durchkommen als davor. Aber immerhin haben wir die Regenerationstränke dabei. Oder sie sind nicht da. Moment, Scherbe.
Scherbe? Da. Öffnet die nächste Tür. Ja, das werden wir tun. Jetzt ist aber erstmal Drachenzeit. Die Scherben sammeln wir danach ein. Ich weiß auch gar nicht, ob die kleinen Viecher verschwinden, wenn Mami weg ist. Vorausgesetzt, wir schaffen Mami. Ist ja nicht so einfach. Ich bin ein bisschen nervös. Wo war denn Mami? War die nicht hier? War die da hinten? Was sind das? Irgendeine Feuerschale. Nichts Interessantes. Okay, Drache. Der ist echt heftig. Also ich finde ihn echt heftig. Ich rede hier jetzt nicht irgendwie so ein Zeug, um das irgendwie spannender zu machen. Ich finde den echt schwer. Ja, und bin echt gerade nicht so begeistert, dass wir ihn angehen. Ich speichere doch nochmal. Sicher ist sicher. So, auch für den Fall, dass ich hier wirklich rumfaile wie der letzte Honk, dann können wir ein bisschen schnibbeln. Auch wenn ich eigentlich nicht der Schnibbler bin, aber wenn das arg zu lange dauert. Region in den Hinterlanden, Quest abgeschlossen. Okay, dann können wir ja wieder gehen. So. Mutti, alte Sau. Wirst du jetzt ein One-Hit? Taktische Cam. Um es mal zu zeigen. Ja. Also, linkes Vorderbein. Ist egal, das ist nicht die Lebensleiste des Vorderbeins, das ist die Lebensleiste des gesamten Drachen. 96.695 Lebenspunkte auf normalem Schwierigkeitsgrad. Auf höheren Schwierigkeitsgraden hat er logischerweise mehr Leben, wahrscheinlich auch mehr Rüstung. Hier hat er 38 Rüstung. Ist Stufe 12, wie vermutet. Anfälligkeit für Kälteschaden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir Dorian? Jawolla. Zumindest hat er die eisige Umarmung. Wenigstens hat er ein bisschen Kälteschaden bei. Ja, Freunde. So sieht's aus, Klüss. Ruf auf die Mutti. Au. Ich hoffe, Dorian haut, wann er auch nur die Möglichkeit dazu hat, die Barriere raus. Dorian, nee. Ist gerade schlecht. Sieben Tränke schon weg. Alter Schwede, wie soll das denn gut gehen? Dorian, schnabulier mal so einen Trank. Heftig. Ich habe aber schon Regenerationstrank genommen, ne? Regeneriert er mich auch? Ein bisschen, ja. Die sind auch noch nicht so gut. Ach, shit. Oh.
So. Das war gerade mal Phase 1. So, und jetzt wird es nämlich spaßig. Hier kommen nämlich so kleine Zwischenphasen. Oder muss ich da hoch? Oh! Komme ich da hoch? Na toll. Sarah ist down. Wie komme ich denn hier hoch? Help Sarah, help Dorian. Wie war denn das? Achso, hä? Bin ich doof? Nee, also rhetorische Frage, aufpassen. Hier kann man sich ruhig ransaugen lassen. Scheiße. Ja, sehe ich. Wo liege ich denn? Alter, wo liege ich denn? Oh! Ja, komm, das können wir knicken. Also ihr seht, der Drache ist übel. Ich sehe meine Leute hier nicht rumliegen. Will sie doch nur aufheben. Da lieg ich. Shit. Shit. Übel. Übel, der Drache. Ich bin am überlegen, ob die Gruppenkonstellation mit zwei Magiern vielleicht besser wäre. Wenn wir Dorian und Solas dabei hätten. Einfach aus dem einfachen Grund. Und dass ich einen Magier steuere. Aus dem einfachen Grund. Weil wir... weil wir dann die doppelte Barriere dabei hätten. Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Weil so ist echt heftig. Ich kann auch leider mit der taktischen Kamera hier überhaupt nicht umgehen. Was ist da oben? Oh, ein Drachenjunges. Also ich weiß, dass es mit zwei Magiern in der Gruppe wunderbar funktionieren kann. Also wir probieren das jetzt noch einmal so. Ich probiere vielleicht mal ein bisschen häufiger mit der taktischen Kamera zu agieren, aber ich kann mit der in dem Spiel einfach nicht umgehen. Ich habe das schon ein paar Mal probiert und ich finde sie einfach unglaublich krepelig. Also ich finde sie echt nicht gut gelungen. Huch. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal rein. Hallo Drache. Die Taktikeinstellungen sind aber noch richtig, oder? Beziehungsweise die Verhaltenseinstellungen. Anschließend Amras, anschließend Cassandra. Anschließend Sarah. Anschließend Dorian. Das war aber bei weitem nicht der ausschlaggebende Grund, dass die Taktikeinstellung bei Dorian ein bisschen schlecht war. So, ich will doch jetzt mal gucken. Also... Ich finde auch, man kann überhaupt nicht weit genug rauszoomen, um da irgendwie einen taktischen Nutzen von zu ziehen. Also man müsste noch viel weiter rauszoomen können.
Dorian, geh mal nach da. Oh, Sir, du kannst mal nach hier gehen. Cassandra. Und mich steuere ich selbst. Huch. Ja, ist ja gut. Achso, Moment, ich habe ja jetzt die Kamera einfach, die taktische Sicht einfach beendet. Ich trottel. Dorian! Oh, ihr steht natürlich sehr schlecht. Dorian, geh doch mal. Geh doch mal nach hier. Ach, Dorian. Schon wieder so gut wie tot. Hier, Junge. Heiltrank. Cassandra. Was hast du noch dabei? Was ist das? Hm? Okay. Muss ich den Gegner markieren? Ah, okay. Ich hoffe, Dorian kriegt den Heiltrank noch rechtzeitig in den Schlund. So. Okay, Cassandra hat ihn jetzt schön gedreht. Dorian steht da ganz gut. Können wir erstmal so weitermachen. Nicht den Kopf. Das ist irre. Nee, ein Kopf. Da packe ich mich an den Kopf. Sarah? Achso, diese Drachendrehattacke. Ich glaube, wenn man da nah am Drachen ist, zumindest habe ich das so fest. Bin ich der Meinung, es so festgestellt zu haben, dass man da. Weniger Schaden bekommt, wenn man eben, ja, wie gesagt, nah am Drachen steht. Fahrt ihr mal einen Regenerationsfang rein. So, wenn er sich umpositioniert, müssen wir uns auch umpositionieren. Sarah. Na, Dorian steht da eigentlich ganz gut. Sarah steht mir ein bisschen frontal. Deswegen soll sie mal dahin gehen. Da wollte ich ausweichen. Oh, bin ich offensichtlich auch. So, der Drache ist wieder ein bisschen gedreht. Sarah. Mal hier rüber. Dorian auch. Ich muss halt sehen, dass ich, dass die Fernkämpfer. Dass die Fernkämpfer so platziert sind, dass sie auf keinen Fall vor dem Drachen stehen. Und jetzt hat er sich selber wieder umpositioniert. Jetzt gehen wir mal dahin. Und mit Dorian einfach mal hier hin. Cassandra brennt. Oh, platziert er sich schon wieder anders.
So, jetzt, jetzt. Ich bin am Überlegen, ob die mir folgen. Ich gehe jetzt einfach mal nach außen, also hier unter diese Felsen. Shit, kommt her. Ja, die Magier greifen die natürlich an, die Fernkämpfer. Das ist eine schlechte Idee, Freunde. Ne, nicht beschützen. Wie kann ich das wieder ausstellen? Ich will das wieder ausstellen! Sarah soll eigentlich nur nach hier gehen. Und Dorian auch. Und das nach Möglichkeit so lange, bis der Drache da oben runterkommt. So. Falsche Taste. Ich will erstmal ganz kurz Cassandra einen Regenerationstrank geben und Sarah einen Regenerationstrank. So, sind sie gerade am Fressen? Dann lasse ich mich mal reinsaugen. Au, oh, fuck. So, Sarah, wo bist du? Du stehst schlecht da lang. Dorian, ebenfalls dahin. Fuck, jetzt brenne ich. Das wollte ich vermeiden, natürlich. Ihr seht, die Kämpfe sind natürlich... Au, sind natürlich schon sehr langwierig. Was auch voll gut ist und episch inszeniert. Ausweichen, damit er mich mit seiner Pranke nicht erwischt. Jetzt haben wir niedrige Gesundheit. Das würde ich gern erstmal durch einen Regenerationstrank ausgleichen. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Ich will doch nur in die taktische Ansicht. Also es läuft auf jeden Fall jetzt schon mal wesentlich besser. Wir haben immer noch 6 Tränke. Und platzieren Sarah... Wo ist Sarah? Was werde ich ja gleich sehen, wenn ich ihr sage, dass sie sich bitte mal hier hinstellt. Oh ja, ist viel zu nah dran. Dorian bitte auch. Mal ganz kurz. Sarah kann keinen Trank nehmen, okay. Umplatzierung. Sarah. Mal ein bisschen weiter weg auf jeden Fall. Dorian auch. Ich weich mal aus. So kann Sarah denn jetzt vielleicht... Warum kann Sarah denn keine Tränke nehmen? Warum ist sie denn auf Beschützen eingestellt? Befehle aufheben. So, jetzt. Bitte, geht doch. Verzeihung. Oh, Spannung pur, aber wir ziehen es noch durch und dann dauert die Folge halt eine halbe Stunde. Soll mir recht sein. Ich werde jetzt einen Teufel tun und mitten im Drachenkampf die Geschichte abbrechen. So, wo, wir haben ihn auch schon halb runter. Aber wir sind noch lange nicht fertig.
Gut, ich bin am Überlegen. Ach Quatsch, vergesst es. Was auch immer ich am Überlegen war, ist Blödsinn. Oh, Cassandra, du trinkst gerade, sehr schön. Kann auch nichts schaden, wenn die gute Cassandra mal, Also im Moment hauen wir hier alle Feste drauf. Ich glaube, wir sind jetzt so weit. Oh nein! Zu spät gesehen. Taktische Kamera. Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Au! Wir stehen schon wieder Scheiße! Mit der Scheiße hier. So. 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 Er hat uns betäubt. Sau. Oh nein, stimmt ja. Ah. Oh. Es kommen die Kleinen. Bleibt immer schön hier stehen. Bis er seinen fetten Drachenarsch wieder runter bewegt. Da oben ist so ein Junges festgebackt. Jawohl, da kommt er auch schon wieder. Die Sau. Die alte Sau. So, Sarah, bitte. Hierhin. Dorian hierhin. Cassandra zieht ihr Ding einfach so dermaßen gut durch, dass wir da... Trank? Ich habe sie jetzt zu nah an den Drachen gestellt. Sie sind jetzt reingezogen worden. Das hat beim letzten Mal besser geklappt. Nee, danke. Moment mal. Die stehen doch schon wieder... Sarah mal nach... Oh, Kamera. Taktische Ansicht meine ich doch, nicht Kamera. Dorian dahin. Dorian läuft genau durchs Feuer. Ich hoffe aber mal, dass das nicht so ein allzu großes Problem ist. Genau, und jetzt hat er sich nämlich da oben verkrochen. Die Sau. Regenerationstrank. Regenerationstrank. Jetzt müssen wir hoch. Es sieht ganz gut aus. Aber man sollte hier alles andere als sicher sein. Denn ich glaube, hier oben wird es jetzt auch nochmal, naja, sagen wir mal, nicht ganz so einfach. Oh, im Moment. Das habe ich jetzt völlig verkackt. Weil wir haben jetzt nämlich hier oben das Problem, dass, Alter. Dass es relativ eng ist. Ich möchte mal mit Dorian... Schwierig hier oben mit den Magiern. Also mit den Fernkämpfern. Ich lasse die, glaube ich, fast mal beide gerade da stehen. Jetzt lasse ich sie, glaube ich, aber nicht da stehen. Denn jetzt stehen sie, glaube ich...
mittendrin. Jetzt will ich Sarah nach da hinten haben und Dorian auch. Puh! Ja, wir sind auf einem guten Weg. Auf einem sehr guten Weg. Jetzt sind wir leicht betäubt. Au. Komm schon, gleich ist er down. Todesstoß noch, ein bisschen Damage. Nehmen wir mal einen Regenerationstrank. Come on. Oh, jetzt bin ich in den Drachen ausgewichen. Yes! Jawolla! Sind alle wohl auf? Juhu! Ja, ich lebe noch. Und wie? Der letzte Feuerstoß hätte uns beinahe geröstet. Puh. Heftiger Kampf. Ich finde, das ist echt ein sehr, sehr schwerer Drachenkampf. Vielleicht sehen andere das ein bisschen anders, weiß ich nicht, aber ich finde den schon, finde den schon ordentlich. Also der ist schon nicht schlecht. Gut, meine Herren, dann plündern wir den Lindwurm jetzt noch. Da liegt er, der Kopf. Und wir bekommen einen ausgezeichneten Gürtel des Fokus, Stab des Großverzauberers, Magierstufe 15, sehr gut. Amulett der Konstitution, natürlich für unsere Tanks von großer Bedeutung. Mächtiges Drachenblut ist ein Runenmaterial Stufe 2. Drachenzahn ist ein Handwerksmaterial. Haut ist sogar ein seltener Stoff Stufe 4. Schuppen genauso. Knochen ebenfalls. Also, wenn man genug Drachen erlegt hat, kann man sich da bestimmt echt coole Rüstungen herstellen. Boah, wir nehmen alles. Heftig. So, es haben alle einen Stufenaufstieg, das ist schön. Ich mache aber an dieser Stelle genau hier einen Schnitt. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter, sammeln noch schnell die restlichen Scherben ein, die es hier gibt. Und, ach, hier ist noch eine Sehenswürdigkeit, die ist auch hier irgendwo direkt, oder? Jawohl, das machen wir auch noch. Zack! Bäm, alle Sehenswürdigkeiten in den Hinterlanden. Gut. Hier, der Schnitt. Ich muss mich erholen. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.